Ein Zuschauer schickte mir vor ein paar Tagen dieses Video. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, na und? Was ist daran gruselig? Hört aber bitte nochmal genauestens hin. Habt ihr es gehört? Die Stimme im Hintergrund? Interessant ist, dass die Jungs nur zu zweit dort waren und in diesem Moment keiner etwas gesagt hat. Kurz danach hört man sogar, dass die Stimmen der Jungs sich deutlich anders anhören. Ich hoffe, du hast irgendwas dabei, was nicht alles in der Bach. Ja. Könnte das eine Geisterstimme gewesen sein? Das und die gruselige Geschichte dieses alten Stollens von 1839 war Grund genug für mich, die Sachen zu packen und dorthin zu fahren. Denn zusammen gehen wir der Sache auf den Grund. Bei Nacht. Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einem neuen Video. Mein Name ist Leon und ich habe heute auch Begleitung mit dabei, nämlich zum einen den komischen Typen, den ihr vielleicht auch schon kennt, nämlich Berghand, der hier auch schon ausgerüstet ist mit Geister-Equipment, zeige ich euch sofort. Ja. Und ein Zuschauer, nämlich... Moin, ich bin Joel. Richtig, auch richtig cool, dass du so spontan Zeit hast und uns hier diese einfach kranke Location zeigst, wo es auch schon jetzt direkt losgeht mit ein paar komischen Geräuschen, aber hier ist natürlich auch ein Wald. Also, wir werden jetzt in einen Bunker reingehen, der wirklich eine sehr, sehr lange Geschichte hat. Es geht zurück bis ins 18. Jahrhundert, ne? Mindestens 18., wenn nicht so älter. Also mega, mega krass. Und es sollen dort auch Leute sogar erstickt sein. Wir gehen rein. Ich zeige euch dann gleich auch mal, was wir ein bisschen an Equipment mit haben für die PU. Oh, das wird mega, mega spannend. Ich bin sowas von nervös. Berghand sieht einfach original aus, wie irgendwie ein Charakter aus Phasmophobia. Also wirklich, jetzt müsstest du nur noch so einmal so laufen. So. Also bei der Stollenanlage handelt es sich um einen älteren Stollen, der wahrscheinlich aus dem 18. Jahrhundert kommt. Boah, uralt. Vielleicht auch noch älter, der ist auf jeden Fall noch handgegraben. Man kann auch an diversen Stellen auch sogar noch sehen von den Spitzäxten, nur was die da benutzt haben, ne? Dass der halt handgerahmt ist. Der Bunker oder beziehungsweise der Stollen wurde hinterher als Bunker genutzt im Zweiten Weltkrieg. Ja. Das sieht man auch nochmal gleich. Und dort sollen angeblich Leute drin erstickt sein, weil nämlich da Methangase hochgestiegen sind. Ja, und die Leute dann angefangen haben, da drin zu ersticken und sind dann fluchtartig da raus. Boah. Ja, ist nicht ohne das Ding. Du gehst als erstes rein, hast du gesagt, ne? Ja, richtig. Ich gehe wirklich als erstes rein. Ja, Berghand hier hat das erste Mal, Leute, das hat uns ein Zuschauer zugeschickt, nochmal vielen Dank dafür, hier die SLS-Kamera dabei. Und wir werden da unten jetzt gleich auch definitiv mal das Licht komplett ausschalten und nur damit und ja Infrarotlampen und Nachtsicht da durchlaufen. Hier kommt man da quasi durch, ne? Krass, geil. Also die Location kenne ich tatsächlich auch noch überhaupt gar nicht so, ne? Mhm. Bist auch so der Erste, der uns die irgendwie empfohlen hat. Wenn man reingeht, man merkt schon, dass es komisch ist. Also ja. Meine Kollegen und ich, wir sind halt eigentlich auch nicht so die Sachen, wie soll man sagen, wir glauben nicht so ans Paranormale. Ne? Ja, ja. Aber wo wir da reingegangen sind, das war schon mega merkwürdig. Und zumal wir hatten ja Videos gedreht und dann hatten wir das Komische, wir waren zu zweit als erstes drin. Ja. Und dann hatten wir einfach mal drei Stimmen auf dem Video. Und wir haben das alles mal anderen Leuten gezeigt, ne? Ja. Wie die darauf reagieren und haben denen dann erst nachhinein gesagt, dass wir nur zu zweit waren. Und jeder hat uns gesagt, ganz klar hört man da die dritte Stimme. Schön, das wird auf jeden Fall spaßig. Ich gehe als erstes rein. Let's go. Hast du auch was gehört? Nee. Aber ich habe irgendwas gehört jetzt, aber jetzt, ich glaube, jetzt bin ich nur verunsichert. Nicht nur Spinnnetz, sondern auch direkt eine riesengroße fette Spinne. Da bin ich ja empfindlich. Man kommt rein und direkt da lauert oben eine riesige Spinne. Was ist riesig? Boah, holy shit. Okay, scheiße. Er hat auch schon die Kapuze auf. Ach du Scheiße. Ich bin da reingegangen, ne, und ich habe so gemerkt, scheiße, da ist ein Spinnnetz, ne. Okay, guck's mal an die Decke. Ja, und dann habe ich das gesehen. Fuck. Scheiße, also das ist natürlich jetzt, Geister. Wir gehen wieder, ne, wir gehen. Ja doch, wir müssen jetzt rein. Fuck. Knochen noch.
Was? Da liegen auch noch ein paar Knochen. Echt? Meinst du das menschliche? Glaube ich nicht. Okay, okay, wahrscheinlich vom Tier, das da irgendwie rein und dann gestorben ist. Ich weiß, vielleicht stelle ich mich jetzt an und so, ne, aber ich habe echt, ich weiß nicht, ich habe da irgendwie eine Phobie, die muss ich bekämpfen. Man muss sich einfach bewusst machen, dass sie einem nichts tun, so, ne. Die können einem nicht, selbst wenn die auf dich draufkommen, es passiert nichts. Hm. Krabbelt die dann dir schon? Du bleibst im Auto, Junge. Vielleicht ist das Spider-Man. Ja, wer weiß. Und das wäre geil, oder? Ja, ich meine, das Risiko würde ich eingehen. Feuerte, man macht sich einfach verrückt. We did it. Good job. So Leute, wir haben es und ihr seht, da lauert direkt die Spinne über dem Kopf. Ja, und da sind noch mehr. Ich will rein. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Das ist ein wahrer Horrortunnel, Leute. Scheiße. Egal. Das sind einfach Kinderschuhe. Das sind alte. Oh Gott. Jungs. Oh, scheiße. Boah, Leute. Hätte ich mir nicht einen anderen Job aussuchen können, Mann. Ich glaube nicht, dass hier ein Obdachloser runtergeht. Safe Call, nein. Hallo? Safe Call, nein, Berghahn. Komm rein. Oh, scheiße. Das ist echt unheimlich. Oh, nein. Oh, nein. Was ist das wieder für ein Video, Leute? Weiß nicht, ob man das so ein bisschen sieht, wie ich hier runter slide, aber das ist echt grenzwertig, also was hier passiert. Sehr lustig aus. Ich kann hier fast gerade stehen. Ne? Das war mir klar bei dir, Berghahn. Oh, endlich wieder stehen. Oh mein Gott. Okay. Ihr seht, hier drin ist auch direkt eine ganz andere Luftfeuchtigkeit. Sind wirklich Kinderschuhe. Mhm, Kinder. Oder guck mal da, da ist auch Kinderspielzeug. Siehst du da? Wo? Diesen Laster da hinten. Hier der Topf auch. Krass, also der wird aus damaliger Zeit sein, da bin ich mir ziemlich sicher. Guckt euch das mal an, wie durchgeschimmelt der Topf ist. Ja. Und hier sogar eine Kerze, die sogar ziemlich frisch aussieht. Vielleicht hat hier sogar jemand mal eine PU gemacht oder halt ja, längere Zeit verbracht oder so. Deswegen vielleicht die Kerze. Ich mal die Coca-Cola an hier, das uralte Coca-Cola-Design. Okay, that escalated quickly. Hier hat sich einfach jemand eine Bong selber gebaut, Leute. Eieiei. Krass. Ich würde sagen, ich packe direkt mal das erste Gerät hier aus. Das erste Gerät ist nämlich tatsächlich das gute alte REM-Pod. Einfach nur als Überwachung. Quasi, wenn eine Präsenz daran entlang läuft, dann gibt dieses Ding Alarm. Und der ist auch nicht leise. Das sollten wir auf jeden Fall mitkriegen, also auch wenn wir weiter hier reingehen oder so und plötzlich der Alarm ausschlägt, dann wissen wir auf jeden Fall, scheiße, wir sollten uns Gedanken machen. Und erschreckt euch jetzt nicht, das wird sehr laut, ne? Weil der nimmt jetzt uns wahr, weil wir lebendig sind quasi. Okay. Ich stelle das jetzt einfach mal hier hin. Ja, ja, sehr gut, okay. Das heißt, das Ding haben wir schon mal aufgestellt, jetzt laufen wir ein bisschen weiter rein. Also Leute, das ist wirklich unheimlich hier. Wow. Ja, das ist eigentlich alles. Also, auf Geisterpräsenz vorbei laufen würde, dann würde das eigentlich auch aufmachen. Wenn irgendwas fliegt, hat er mein Gesicht. Scheiße. Oh mein Gott. Es geht hier noch echt weit entlang. Oha, guck mal mit dem Auge hier. Das ist auch nicht beruhigend. Wenn man zum Beispiel die Reifen achtet, ne? Da sind auch richtig alte Reifen. Dann ist auch dieser, wir haben die Reifen durch den Eingang bekommen. Also heißt, die sind von der Zeit. Tatsache, ja, ja. Die sehen aber auch ein bisschen aus wie so richtig alte Reifen, ne? Ja. Ja, und das ist jetzt hier dieser Bunkerteil, wo wir jetzt gerade drin stehen, ne? So Leute, das EMF wird dann also auch angeschaltet. Und hier unten dürfte auch generell keine Verbindung oder sonstiges sein. Das heißt, wenn das Ding ausschlägt, Safe Call, das ist zumindest nicht erklärbar. Ich will nicht sagen, dass es ein Geist ist, aber das wäre schon ziemlich weird. Und ich würde sagen, damit und Berghahn, dass die SLS-Kamera schalten wir jetzt auch mal an. Ist komplett ausgegangen? Weiß ich nicht. Ah, nee, ist wahrscheinlich nur. Nein. Hallo? Wir sind jetzt gerade am Einrichten, Leute, und schon das Gefühl, Sachen zu hören. Geht gut los, okay. Alles klar, Berghahn hat die SLS-Kamera am Laufen.
Okay, wenn du was siehst, sag direkt Bescheid. Also außerhalb von mir, ne? Ja. So, hier habe ich das EMF. Was ist denn da? Da muss man lang, oder was? Das ist da hoch? Ja. Das ist der Schacht, den ich meinte, der nach oben führt. Was meinst du, für wie viele Leute war das hier ausgelegt damals? Schwer zu sagen, ne? Die haben ja so viele Leute wie möglich reingekriegt. Ich glaube, das war auch so eine ganz schnelle Geschichte, ne? Wenn man überlegt, der ganze Gang noch, der kleine Nebenraum, das waren ja hier diese Bunkerabteilungen. Ich überlege gerade, ob wir alle mal die Lampen ausmachen. Ich gehe in den Nachtsichtmodus mit meiner Kamera. Ja, okay. Wir haben nämlich alle Infrarot hier. Jetzt geht es in den Nachtsichtmodus. Fuck, das ist gruselig. Fuck. Also jetzt stehen wir gerade, Leute, in quasi purer Dunkelheit. Das einzige Licht, was gerade kommt, ist noch von der SLS-Kamera. Aber das ist doch wirklich nicht hell. Hier seht ihr auch das EMF-Gerät. Und ja, ich würde einfach mal anfangen, in die Kommunikation zu gehen. Also, erstmal hallo, falls hier irgendjemand ist. Mein Name ist Leon und ich bin hier mit meinen zwei Freunden. Wie heißt er? Joel. Erstmal willkommen im absoluten Frieden. Du brauchst keine Angst vor uns zu haben. Und wir würden einfach sehr, sehr gerne mit irgendwem hier kommunizieren, der vielleicht mit uns sprechen möchte. Deswegen frage ich einfach mal, ist irgendjemand hier, der sich mit uns unterhalten möchte? Eine kurze Sache, zeigt das Ding auch Schatten an? Schatten? Mhm. Wie meinst du? Also wenn jetzt was hier irgendwie ein Schattenlicht oder so, kann das anzeigen, wie so ein dunkler Schatten, der an der Seite ist oder so? Jetzt jemand vor deinem Schatten. Ja, wenn du entlangläufst oder deine Finger davor hältst, dann klar, ist das normal. Ja. Dann hatte ich, glaube ich, gerade irgendwas drauf, tatsächlich. Dann hattest du irgendwas drauf? Ich glaube schon, an der Seite, hier an der Wand. Da hatte ich, meine ich, was gesehen. Okay. Sah aus halt wie ein Schatten. Also das EMF-Gerät ist bisher still. Ich würde einfach mal ganz langsam, aber sicher mit der Kamera, ich kann auch gerne vorgehen, ja, so ein paar Schritte nach vorne machen. Muss ich nur aufpassen, wo ich hinlaufe. Jo. Weil Leute, ihr seht zwar was, aber ja, für mich ist es, ich laufe hier quasi blind entlang, ne? Scheiße. Ja. Okay. Also ich frage einfach nochmal. Ist irgendjemand hier, der uns in irgendeiner Form ein Zeichen geben möchte? Du kannst gerne das Gerät, welches ich in der Hand halte, zum Ausschlagen bringen. Alles, was du dafür tun musst, ist dich davor zu stellen oder es zu berühren. Ich lade dich herzlich ein, das zu tun. Und verspreche dir auf jeden Fall, dass dir nichts passieren wird. Manchmal hat man das Gefühl, man hört Sachen. Wenn wir diesen Ort verlassen sollen, dann kannst du uns das auch in irgendeiner Form mitteilen. Oder aber du kannst dich auch gerne zeigen auf einem der Geräte, die Joel oder Berghand in der Hand halten. Vielleicht möchtest du uns ja verraten, wie du heißt. Wir haben uns ja auch vorgestellt, vielleicht möchtest du uns ja auch deinen Namen jetzt verraten. Berghand hat Zuckungen. Diese Fliegen, es tut mir leid, die fliegen jetzt an mein Gesicht rein. Ich glaube, es liegt an dem Bildschirm. Ja, ich glaube auch, aber die... Also bisher ist auf jeden Fall, zumindest von den Geräten her, ziemlich still. Man muss echt aufpassen. Ich glaube, ich sollte nicht weiterlaufen, wenn ich nicht sehe. Ich glaube, auch neben dir ist kriegt das Loch. Ja. Eben. Vielleicht kann ja irgendjemand oder etwas, was hier in der Nähe ist, einfach zu uns kommen und mit uns eine Unterhaltung führen. Darüber werden wir sehr dankbar und vielleicht können wir die ein oder andere Information über diesen Ort hier herausbekommen. Der gute Joel war schon mal hier und hat erzählt, dass dieser Ort eine sehr, sehr lange Geschichte hat. Unter anderem auch der Zweite Weltkrieg. Und vielleicht
gibt es hier ja jemanden, der uns ein bisschen etwas darüber erzählen möchte. Und ab hier begannen ein paar Dinge wirklich komisch zu werden. Wir hatten sowieso schon etwas Probleme mit unseren Geräten, aber als ich gerade das Geisterportal auspacken wollte, stellten wir fest, dass uns verschiedenste Gerätschaften einfach einen Strich durch die Rechnung gemacht haben. Das ist normalerweise nie vorgekommen und ich habe extra nochmal überprüft, ob ich alle Akkus geladen habe. Ob das paranormal ist, weiß ich nicht, aber es ist mindestens erwähnenswert. Also Akku leer kann ich nicht sein. Hätte ich eigentlich erst gewechselt. Vielleicht nicht richtig reingesetzt. So, so. Ich habe ein Geräusch gehört. Ne? Ich auch gerade. Ehrlich jetzt? Hat sich für mich angehört wie so ein Babyschrei. Ja, ne? Das habe ich auch gehört, dieses so. So, keine Ahnung, so richtig weird. Wie so komisch. Ja, yeah, genau. So jetzt genau. Übertrieben nach, guck mal. Richtig reingesetzt. Ein komischer hoher Ton. Hey, die Kamera ist aus. Okay, Jungs. Das ist schon ein bisschen komisch. Das hatte ich echt auch bisher noch nie. Und ja, der Akku hält sich auch ewig. Also, das ist halt nur Radiowellenempfang, ne? Halten wir also fest, unsere Geräte spielen verrückt und die Jungs hören im selben Moment gleichzeitig ein Geräusch, welches wir nicht identifizieren können. Ich dachte sogar, ich hätte es nicht auf der Aufnahme, aber beim genauen Hinhören hört man doch tatsächlich etwas, was ich so nicht weiter zuordnen kann. Im Nachhinein betrachtet hat das alles schon wirklich ganz gut zusammengepasst und ist wirklich gruselig. Ein Babyschreien habt ihr gehört? Was heißt Babyschreien? Irgendwann so ein komisches Geräusch halt. Da dachte ich, als er wäre es gewesen. Nee. Also für mich war es so ein, ja. Vergleichbar vom Ton her so ähnlich wie sowas. So, ganz kurz halt. Ganz kurz, ganz leise, ne? Naja. Also, ich beginne einfach nochmal an dieser Stelle und stelle uns drei vor. Also ich bin hier mit Joel und Berghand. Ja, wir würden uns extremst über jeden Kontakt freuen. Und deswegen würde ich dich oder euch darum bitten, hier zu uns zu kommen und mit uns zu sprechen und zu kommunizieren. In welcher Form auch immer. Ihr könnt Geräusche machen. Ihr könnt unsere Geräte, die wir haben, benutzen. Warte, du hast hier die Stimme gehört? Genau, hier ist die Stimme, die auf dem Video ist. Ja. Und wenn du jetzt hörst, die schallt ja so komisch, ne? Aha. Und auf dem Video hört die sich auch so schallend an. Weißt du, da ist auch ja. Diesen Schallton drauf. Und das Komische ist, wir waren ja hier hinten. Und die Sache ist hier war ja keiner. Das hieß, die Stimme kam ja genau von hier aus diesem Teil, ne? Wo hier niemand war. Und dahinter sieht man, ist zu. Da ist zugeschüttet. Da kann auch niemand sein. Also es kann keinen Zweitangang geben. Okay. Ganz komisch. Hast du hier schon mal mit Joel gesprochen vielleicht? Ach du Scheiße. Aber jetzt die Frage, wie weit geht's da oben weiter? Bist du da Wand da oben? Ja. Bis oben. Und dann kann man rechts nochmal in einen Gang rein. Mhm. Und dann geht der quasi eigentlich nochmal nach oben, aber dann ist es vorbei. Da ist okay. Er zugefallen. Als wir gerade dachten, dass wir heute kein Glück mit der Kommunikation haben würden, bekamen wir plötzlich doch ziemlich eindeutige Zeichen. Verdammt hoch. Weiter. Das war ey, also. Dann geh hoch. Okay, danke für die Information. Dann gehen wir auf jeden Fall hoch. Nein. Die Sache ist ja auch, was ich gerade erst gemerkt habe, ne, wo wir hier drin standen, da ist mir das alles aufgefallen, diesen Schallen hier drin, dass diese Stimme, die ich auf dem Video habe, mit hier drin war. Tatsächlich. Das ist mir vorher nicht aufgefallen. Ja. Wenn die kommst du da hoch mit dem Ding, Berghand? Das wird sehr schwierig. Also die Taschenlampe kannst du wegpacken. Na, warte, ich versuche das sofort zu fixen. Asyl? Okay, Zuflucht. Zuflucht würde passen. Ja. Auf den Bunker. Das stimmt, ne? Wenn die Leute halt hier Zuflucht gesucht haben, ne? Ja, ja. Habt ihr hier Zuflucht gesucht in dem Bunker? Ist das richtig? Asyl, in dem Bunker, ne? Engel? Es kommt doch echt viel, ne? Ja. Fuck. Ich guck mal ganz kurz in den Gang rein, weil da hinten ist noch das K2 Meter. Also tatsächlich, das Ding schlägt auch die ganze Zeit auf, das erkennt also EMF. Feuer. Ja.
was mit Krieg zu tun haben. Ist hier ein Feuer ausgebrochen, vielleicht? Warum schlägt das aus? Jetzt will ich doch das EMF irgendwie holen. Gab es hier drin ein Feuer? Da steht nicht powered. Kein Akku mehr oder was? Nee, nee, das ist powered. Also, Ding ist auch an. Ist vielleicht auch ein Zeichen. Leider hat ab dieser Stelle ebenfalls unsere SLS-Kamera den Geist aufgegeben. Und das trotz vollgeladenen Akku. Also, ich kann mir auch bis jetzt nicht erklären, woran das gelegen hat. Wenn ich es hier zu Hause teste, funktioniert es einwandfrei. Aber wir haben weitergemacht mit dem, was wir hatten. Wisst ihr, was, glaube ich, doch ein bisschen schlauer ist? Das ist immer, man hat zu wenig Hände bei einer PU. Ich sag's euch, wenn du die Kamera einfach wegpackst und du nimmst die GhostTube-App und ich hole das EMF nochmal. Afrika, okay. Ja. Vielleicht könnte auch was mit dem Krieg zu tun haben, ne? Okay, ich geh jetzt mal das EMF-Gerät holen. Weil doch mittlerweile echt einiges an Ausschlag und Antworten kommt. Okay. Hast du dich schon mal mit mir versucht, eine Verbindung zu setzen, als ich schon mal hier war? Fabienne. Fabien? Fabienne, irgendwie so. Was? Fabienne. Name? Fabienne. 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 Wir haben gerade nach einem Namen gefragt. Das war ein Name. Echt? Hast du gerade nach einem Namen? Namen gefragt. Ich habe gefragt, wie er heißt, ob man sagen kann, wie er Name ist. Und habe ihn dann hinterher noch gefragt, ob er, das war mit dem, also den ich auf meinem Video hatte, weißt du? Ja. Na, stimmt. Fabienne. Das ist aber auch komisch, Leute, die Geräte spielen also verrückt. Ihr seht, das Ding ist an, aber es steht einfach not powered. Ja, krass, dass der genau drauf an Gunwort hat, ne? Ja, ne? Mhm. Aber ich habe das Gefühl, dass die Präsenz kommuniziert mit dir besser. Meine ich ernst, vielleicht weil du schon mal hier gewesen bist oder whatever. Mhm. Aber du kannst gerne auch mal weiter einfach ein paar Fragen stellen oder so. Sprechen. Willst du mit uns sprechen? Vielleicht war es auch darauf bezogen, dass er mit uns gesprochen hat. Ja, oder? Genau. Meinst du, dass du mit uns gesprochen hast? Ist mir nicht merkwürdig, finde, aber was mir so auffällt, dass die Stimme eigentlich immer sehr freundlich ist, ne? Wisst ihr, was ich meine? Ja, ja. Weil auch auf diesem Video, was ich gedreht habe, wo man diese Stimme hört, wo die irgendwie sagt, schon geht ihr oder so, hört er sich ja auch nicht böse an. Sondern eher so ein bisschen mehr so, schade und schon geht ihr, weißt du, wie ich meine? Ja, ja. Wir gehen echt hoch, weil es hat ja auch gesagt, Walter, ne? Ja, aber ich bin fast ausgerutscht. Also ich bin hier schon ausgerutscht. Sehr rutschig. Mega rutschig. Das ist sehr, sehr rutschig. Weil man kann es versuchen, aber... Möchtest du, dass wir weitergehen? Ich meine, gut, gerade gesagt, ne? Ich meine, wir hatten danach noch ein paar Antworten hier, aber... Einmal probieren nach oben. Wenn du möchtest, kannst du probieren. Gib den Tipp. Versuch quasi wie so ein Schornstein. Nicht hier fesseln, sondern wirklich an den Ausgang. Fuß da, Hand, weißt du, wie man? So auseinander. Da nach da? Mhm. So habe ich das immer gemacht. Mit meiner Körpergröße? Das ist jetzt schwierig. Also, kann ich mich nicht auch an einer Seite da hochziehen, so ein bisschen? Kannst versuchen. Halt die bloß nicht an das Seil fest. Das bröckelt hier auch schon an der Seite. Ich drücke mich nach oben. Ich würde echt aufpassen, Mann. Das ist halt alles lockeres Gestein. Ja. Aber gerade oben, bist du auch gleich, könntest du sehen, da wo diese Mauer ist, ne? Da siehst du so, siehst du diese Kratzspuren? Ja. Und das ist das, was ich meinte. Boah, Alter. Geil, ne? Also ist das einfach so runtergekommen? Ich bin dagegen gekommen. Boah, mein Herz, Mann. Gar nichts mehr, ne? Ja.
ich, was du meinst. Ich hab den Seil. Scheiße, was macht er? Pass auf, ne? Ehrlich, nicht, dass du abrutschst, Mann. Aufpassen. Also, jetzt pass bitte wirklich auf. Also, das... Ja. Warum? What the hell? Das ist heftig, ne? Also, ich hieß ja auch echt gar nicht mehr. Also, ja, nee. Wenn die Stimme schon sagt, ich soll aufpassen, dann geht's wieder runter. Ey, pass bitte auf beim Runtergehen, Mann. Ja, runter ist ja schon bei uns. Hoch, oder? Hm. Wie mache ich das? Das war jetzt wirklich komisch, ne? Ja. Also das war echt komisch. Wir hatten bis jetzt nur so, ich glaube, drei Begriffe, die nicht gepasst haben. Einmal Engel, Afrika und Asien. Das war das Einzige, was jetzt nicht direkt gepasst hat. Ja. Aber sonst das andere hat alles gepasst. Was mache ich hier, ey? Ich weiß es nicht. Wieso habt ihr mich nicht aufgehalten? Du willst doch immer solche Wege lang. Ich hab gehofft, dass ich es nicht machen muss. Aber dass da jetzt aufpassen kam, eine Sekunde nachdem ich das gesagt habe, das spricht aber schon wieder... Was war das für ein Klopfen? Das war ich gerade, ich bin auf den Stein getreten. Okay, okay. Also glaube ich zumindest. Ich war auch so, die Stimme hat ja auch gefragt, wie geht's dir und so. Und ja, ja. Ne? Ist vollkommen freundlich. Kann man da durchgucken bei dieser Wand? Ein bisschen, aber... Nicht weit. Fuck. Ja, krass, ne? Ja, echt. Das war gruselig. Ey, das ist echt unnormal, Leute, also auch nicht ohne. Nicht ohne. Leider wurde die Kommunikation ab hier auch ziemlich ruhig. Vielleicht hätten wir weiter nach oben gehen sollen, vielleicht war es aber auch die richtige Entscheidung. So oder so, die kompletten Aufnahmen unserer Untersuchung sind wie immer für alle Kanalmitglieder ab der Stufe 2 verfügbar. Doch auf unserem Weg nach draußen kam nochmal eine interessante Situation. Man geht einfach, ja, nicht schlauer daraus, ne? Haben wir jetzt mit einer Präsenz gesprochen oder nicht? War es vielleicht die Präsenz, die man auf deiner Aufnahme gehört hat? Weil sie mit dir auch am besten gesprochen hat? Ich weiß es nicht, aber erstmal möchte ich mich bedanken für die Kommunikation. Großes Dankeschön. Und an dieser Stelle verabschieden wir uns jetzt von dir und werden den Ort verlassen. Danke und tschüss. 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 Tja. Gruselig ist es allemal. Fühlt einmal hier durch. Fehlen. Fehlen? Fehlen? Vielleicht im Sinne von, ihr werdet mir fehlen? Ich weiß es nicht, aber was glaubt ihr? Schreibt es gerne in die Kommentare. Freiheit. Oh mein Gott. Oh, Berkan, die ist auf deine Schulter gefallen. Du hast so ein bisschen Kohle an der Stirn, das sieht so richtig aus wie ein Bergarbeiter. Guck mal meine Hände an, Junge. Boah. Ja. Es ist mal wieder genau so eine Sache wie immer gewesen. Ne? Es war zwar eine extrem unheimliche Atmosphäre, so, aber klar, haben wir jetzt mit was gesprochen oder nicht? Oder, ne? Das sind wieder diese Fragen über Fragen. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr dazu denkt und ob wir hier vielleicht wirklich mit irgendwas kommuniziert haben. Das wird auf jeden Fall nicht die letzte PU sein. Das war jetzt eine Kleinigkeit, wo wir einfach mal ein bisschen neues Equipment ausprobiert haben. Ja, und auch neue Kamera, Night Vision und so weiter. Es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Es war sehr interessant. Ich bedanke mich für die Empfehlung, Joel. Richtig geil. Und Berkant natürlich der Beste. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Trotzdem, dass die Kommunikation nicht ganz so reibungslos verlaufen ist, wie wir uns das vorgestellt haben, waren doch einige Momente dabei, die ziemlich eindeutig schienen. Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, ob wir da jetzt wirklich mit irgendeiner Präsenz kommuniziert haben oder nicht, aber trotzdem war es eine sehr interessante Erfahrung und es hat auch wirklich viel Spaß gemacht, einfach mal das neue Equipment auszuprobieren. Vielleicht seht ihr dieses Video als kleinen Leckerbissen für das, was euch noch in Zukunft erwartet, denn ich will nicht allzu viel verraten, aber wir sitzen tatsächlich gerade an der Planung für die Pariser Katakomben.
Lasst mich doch gerne mal in den Kommentaren mit dem Hashtag MysteriesKatakomben wissen, ob ihr Bock drauf habt, dass wir bald dort in den Untergrund gehen, um dem Paranormalen noch mehr auf den Grund zu gehen. In diesem Sinne bedanke ich mich vom ganzen Herzen fürs Zusehen und wir sehen uns wieder beim nächsten Video.